Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. 5.6. Tartil. Das Rezitieren des Korans auf eine langsame und schöne Weise. Entschuldigung. Das Lesen, der Begriff Tartil auf Arabisch kommt vom Verb Rattala. Und Rattala bedeutet unter anderem folgende zwei Dinge. Einmal, dass man klar und deutlich liest. Und dass man bedachtsam liest. Das heißt, nicht hastig liest. Nochmal, dass man klar und deutlich liest und dass man bedachtsam liest. Also nicht zu schnell liest. Das bedeutet Tartil sprachlich gesehen. Allah sagt im Koran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Das heißt, liest den Koran mit Tartil vor. Und das ist ein Beweis, dass man den Koran mit Tajweed zu lesen hat. Denn Tajweed bedeutet nichts anderes als dass man die Buchstaben klar und deutlich spricht, letztendlich. Natürlich nach bestimmten Regeln. Und Tartil das gleiche. Tartil bedeutet, dass man etwas deutlich spricht. Na. Es ist Sunna, den Koran auf eine langsame und schöne Weise zu rezitieren, weder schnell noch hastig, sondern so zu lesen, dass jeder einzelne Buchstabe klar ausgesprochen wird. Man sollte den Koran mit einer schönen Stimme lesen und ihn noch wundervoller klingen zu lassen. Dabei sollten die Rezitationsregeln eingehalten werden, die bei den Gelehrten als Tajweed-Regeln bekannt sind. Der Muslim muss es vermeiden, den Koran auf die neu erfundene melodische Art der Sänger oder nach musikalischen Regeln zu rezitieren. 5.7. Den Imam bei der Rezitation verbessern. Es ist demjenigen, der hinter einem Imam betet, gestattet, den Imam zu korrigieren und ihm den richtigen Verslaut vorzusagen, wenn er bei der Rezitation durcheinander gekommen ist. Na, bei dieser Angelegenheit, den Imam bei seiner Rezitation des Koran zu verbessern, da müssen wir natürlich ein paar Fallunterscheidungen machen. Wenn der Imam den Koran liest und stoppt und nicht weiterliest, dann soll man nicht sofort seine Stimme heben und ihm weitersagen, wie er weiterliest. Weil es gibt verschiedene Gründe, warum er vielleicht in diesem Moment stehen geblieben ist. Ein Grund könnte sein, weil er sich verschluckt hat. Oder weil er husten möchte. Oder weil er niesen wird. Ja? Es gibt verschiedene Gründe. Und der einfachste Grund ist, da er gerade vergessen hat, wie er an der Stelle weiterliest. Auch da sollte man ihm die Möglichkeit geben, sich selbst kurz zu verbessern, wenn er einen Fehler gemacht hat oder wenn er vergessen hat, weiterzulesen. Er bleibt kurz stehen, gib ihm ein paar Sekunden Zeit, dass er selbst sich verbessert. Wenn du aber das Gefühl hast, dass er nicht weiter weiß und er braucht jemanden, der ihm das Richtige vorsagt, dann sagst du ihm das Richtige vor, sofern du weißt, wie es richtig weitergeht. Und es passiert auch manchmal, manche Leute was Falsches vorsagen, aber das kann passieren. Und deswegen, aber wie gesagt, man sollte dem Imam wenigstens eine Chance geben, dass er sich selbst, inshallah ta'ala, ebenfalls verbessert. Ja. Sechstens, die Verbeugung, Ruku'. Nachdem der Betende seine Rezitation zu Ende geführt hat, bleibt er einen Moment still stehen, ungefähr so lange, bis er wieder zu atmen kommt. Danach hebt er seine Hände, wie auf die oben beschriebene Weise bei der Gebetseröffnung. Nun spricht er den Takbir, das heißt, er sagt Allahu Akbar, das ist Pflicht. Daraufhin vollzieht er die Verbeugung, Ruku', indem er sich nach vorne beugt, sodass der Rücken eine waagrechte Position einnimmt und jedes Gelenk entspannt ist. Dies ist eine Säule des Gebets. Der Ruku', die Verbeugung, man geht zum Ruku' über, indem man Allahu Akbar sagt. Vorher, wie der Imam gesagt hat, hebt man seine Hände, wie man auch am Anfang des Gebetes seine Hände gehoben hat. Und wenn man in den weiteren Stellen außer dem ersten Takbir seine Hände etwas niedriger hebt als beim ersten, so ist es auch authentisch überliefert über Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu. Also es ist in Ordnung, wenn man das macht. Wie dem auch sei, wenn man in den Rukur übergeht, vorher hebt man seine Hände, und dann spricht man, während man sich bewegt, den Takbir. Das heißt, den Takbir spricht man nicht, bevor man sich bewegt, Allahu Akbar, und dann bewegt man sich. Den Takbir spricht man auch nicht,
wenn man angekommen ist unten, sagt man Allahu Akbar, und dann den Takbir spricht man, während man sich bewegt. Allahu Akbar. Das ist die Sunnah, denn es heißt wortwörtlich, dass der Prophet alayhi salatu wassalam den Takbir, dass er sich vom Stehen zum Ruku' bewegte, während er den Takbir sprach. Oder umgekehrt sprach den Takbir, während er sich von der einen Position zur anderen bewegte. Deswegen nennt man diesen Takbir auf Arabisch Takbir al-Intiqal. Takbir al-Intiqal heißt der Übergangstakbir, weil man geht über von einer Position zur anderen. Warum guckt ihr alle, wenn jemand reinkommt und rausgeht? Ihr sollt euch konzentrieren auf den Unterricht, weil das lenkt euch ab und macht den Unterricht zusammen und bringt mich auch ein bisschen aus der Fassung. Deswegen, wenn jemand in die Moschee kommt, wen interessiert das? Selbst wenn jemand umfällt, wen interessiert das? Also nichts rein. طيب. Diesen Takbir nennt man Takbir al-Intiqal, der Übergangstakbir von einer Sonne. Dieser Takbir ist eine Pflicht, sagt der Autor, rahimahullah, war ein Wajib-Handlung. Warum? Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا. Das heißt, wenn der Imam Allahu Akbar gesagt hat, dann sagt auch ihr Allahu Akbar. طيب. Diese Form, Sache merken wir uns, dass wir während dem Übergehen von einer Position zur anderen das Wort Allahu Akbar sagen. Wenn wir dann im Ruku' sind, wie der Imam sagte, nehmen wir eine waagerechte Position ein und wie es auch heißt in einer Überlieferung, das werden wir auch gleich sehen, inshallah ta'ala, wenn man Wasser auf den Rücken des Propheten sallallahu alaihi wasallam gießen würde, würde das Wasser nicht runterkippen. So gerade hat er die Position eingenommen. Und bei dieser Position, wenn man ganz gerade bleiben möchte, Rücken zusammen mit seinem Kopf, dann natürlicherweise schaut man, wenn man geradeaus schaut, auf den Bereich seiner Füße und nicht mehr auf den Bereich, wo man sein Gesicht niederwirft. Okay, das ist die natürliche Haltung im Gebet. Wenn du gerade aufrecht stehst im Qiyam bist, senkst deinen Kopf nach unten, dann schaust du etwa in die Gegend, wo du dich niederwirfst. Aber wenn du im Ruku' gehst und dich bewegst und den Kopf gerade lassen möchtest, das kannst du mal probieren, wenn du das mit deinem Ruder ausprobierst, machst mal Ruku' und er soll dir sagen, ob du gerade bist. Wenn du ganz gerade bist, Kopf gerade mit deinem Rücken, dann wirst du sehen, dass dein Blick nicht nach vorne geht, sondern mehr nach hinten geht. Das ist natürlicherweise so. Das musst du ausprobieren, dann weißt du es inshallah ta'ala. Und deswegen haben manche Ulema gesagt, wenn man steht, schaut man da vorne hin. Wenn man im Ruku' ist, schaut man auf die Stelle, wo die Füße sind, hin. Und wenn man sitzt, je nachdem, ob man im Tashahhud ist oder nicht, schaut man entweder auf seinen Finger beim Tashahhud oder auf die Stelle der Niederwerfung, während man sitzt. Und beim Sujud selbst schaut man nirgendwo hin, weil man ist mit dem Gesicht auf dem Boden. Deswegen darf man die Augen offen halten, aber auch schließen, das ist einem dann freigestellt. Das sind die verschiedenen Positionen, wo man schaut, weil am Anfang wurde darauf hingewiesen, dass man beim Stehen nach unten schaut, weil überliefert ist, dass der Prophet a.s.w., als er die Kaaba betreten hat, am Tag der Befreiung Makkas, hat er seinen Blick immer auf den Ort der Niederwerfung gerichtet, das heißt immer auf den Boden gerichtet. Weil der Prophet a.s.w. Ist mit gesenktem Haupt nach Mekka eingereist. Der Prophet a.s.w. hat dies als eine große Gunsterweisung Allahs subhanahu wa ta'ala gegenüber ihm und den Muslimen gesehen, dass er, nachdem dieses Volk Quraysh ihn sallallahu alaihi wasallam vertrieben hat, obwohl er einer von ihnen ist und ein angesehener Mensch ist von ihnen und er für sie nur Gutes wollte, haben sie ihn vertrieben, aus seiner Heimat rausgeschmissen und er musste sein Hab und Gut zurücklassen und mit seinen Freunden nach Medina fliehen. Und dann nach Jahren hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Gunst erwiesen, dass er alayhi salatu wassalam normalerweise mit erhobenem Haupt diese Stadt wieder betreten darf, aber als Sieger, als Siegreicher, aber er sallallahu alaihi wasallam
aufgrund seiner Unterwürfigkeit und seiner Bescheidenheit sah er dies als ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala an und deswegen war er nicht überheblich und deswegen hat er auch hat er geweint vor Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala und auf, während er den Koran gelesen hat auf seinem Reittier, als er in Mekka eingedrungen. Deswegen auch, als er die Kaaba betreten hat, war er nicht so, ich habe euch jetzt zeige ich es euch nach dem Motto. Im Gegenteil, er hat das gesehen, weil es ging nicht darum, dass er sich rächt oder so, sondern das ist das Haus Allahs und die Moschee Allahs und die Erde Allahs. Und Allah Azza wa Jalla hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Geschenk gegeben, dass er derjenige sein darf, der Mekka befreit. Aber zum Beispiel Jerusalem wurde nicht befreit zu seiner Zeit. Zu seiner ersten Zeit von Umar, radiallahu ta'ala, dem zweiten Kalifen. Deswegen Allah Azza wa Jalla beschert den Sieg und den Erfolg durch die Hände derjenigen Diener, die er bestimmt, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist es ein Geschenk Allahs, dass er durch dich jemanden rechtleitet. Deswegen ist es nicht eine Errungenschaft von dir in diesem Sinne, sondern durch Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sind wir dankbar, erst recht dankbar, wenn wir eine Gunsterweisung bekommen von ihm subhanahu wa ta'ala. Und deswegen war der Prophet ﷺ mit gesenktem Haupt während des gesamten Gebetes. Aber das heißt nicht zwingend, dass er in jeder Position an die Stelle in die Niederwerfung geschaut hat. Weil das wissen wir auch, dass er beim Tashahud auf seinen Zeigefinger geschaut hat. Dass er beim Taslim nach rechts schaut und nach links schaut. Und dass er beim Sujud nicht viel sehen kann. Ja? Und so weiter und so fort. 6.1. Wie man die Verbeugung vollzieht. Während der Verbeugung legt der Betende seine Hände auf seine Knie und hält sie dabei fest. Er spreizt seine Finger auseinander, als ob er seine Knie umgreifen würde. All das ist Pflicht. Also er hält dabei fest, gemeint ist eben, er greift sie. Wenn das Knie ist, du legst deine Hand darauf. So rein. Du könntest theoretisch auch legen, aber es überliefert auch, dass er sie greift. Seine Knie. All das ist Pflicht, kommt darauf an, auf was sich das All beziehen soll. Wenn damit gemeint ist, der Rukur Pflicht ist, na'am, der Rukur ist Pflicht. Aber dass man die Hände, die Knie da umgreift, ist eine Sunna. Denn, warum? Weil sobald du mit deinen Händen deine Knie berühren kannst, bist du sprachlich gesehen im Rukur. Weil du bist erst aufrecht. Die Frage ist, wie weit musst du dich beugen, damit du als Raki', das heißt jemand, der im Ruku' ist, giltst? Ab wann? Wir sagen, so weit, bis du deine Knie mit deinen Händen berühren kannst. Dann giltst du als Raki'. Darüber hinaus, dass man es gerade macht und dass man seine Hände greift, die Knie greift, das sind alles Sunna-Handlungen des Ruku'. Aber keine Dinge, wenn du sie weglässt, dass du durch dein Gebet ungültig wird. Nein. Er streckt seinen Rücken und hält ihn gerade und nicht krumm, sodass, wenn Wasser auf den Rücken gegossen würde, es nicht wegfließen würde. Das ist Pflicht. Den Kopf soll man weder nach unten senken noch anheben, sondern auf gleicher Höhe zum Rücken halten. Ja, wenn wir die Bilder uns anschauen, dann sehen wir dieses Gerade, ja, dass der Kopf gerade ist mit dem Rücken und vielleicht, was man nicht so direkt erkennen kann in der Zeichnung, ist, die Knie sind durchgestreckt. Wenn man es vollkommen macht, die Knie sind durchgestreckt. Manche Leute stellen sich mit ungestreckten Füßen hin, ungestreckten Knien hin und das ist trotzdem Rukur. Der Rukur ist trotzdem gültig. Also Vollkommenheit gehört es, dass man es gerade macht, wie wir bereits gesagt haben. Und auch hier in dieser Zeichnung sieht man auch, bei der rechten Zeichnung sieht man den Betenden von vorne und man sieht, dass seine Füße eine V-Form annehmen. Und das ist auch die normale Form, wie man normalerweise steht. Also jeder gesunde Mensch, wenn er sich hinstellt mit seinem Körper, damit er ausgeruht bzw. ausgeglichen steht, gehen seine Füße automatisch leicht nach außen. Der rechte Fuß nach rechts und der linke Fuß nimmt einen Winkel nach links ein. Und damit man auch angenehm steht, sollten diese Füße unter den Schultern sein.
Weil wenn du zu weit deine Beine spreizt, dann wird das zu anstrengend für dich nach einer gewissen Zeit. Ja? Oder auch zu eng zu anmachst, ist nicht normal. Das normale Stehen ist, wie gesagt, die Füße in parallel zu den Knien positioniert sind und dass die Füße eine leichte Neigung nach außen machen, wie es im Bild ja auch gezeichnet ist. Ja. Den Kopf soll man weder nach unten senken noch anheben, sondern auf gleicher Höhe zum Rücken halten. Die Ellbogen sollten gestreckt und seitlich vom Körper weggehalten werden. Während der Verbeugung, Rukur, sagt man dreimal oder häufiger Subhana Rabbiyal Azim. Frei von allen Unvollkommenheiten ist mein Herr der Gewaltige. Also dreimal oder häufiger, dreimal nennt man Adnal Kamal, das heißt die geringste Anzahl der Vollkommenheit. Das heißt, Vollkommenheit heißt es nicht verpflichtend, aber nach manchen Ulama ist das erste Mal verpflichtend und darüber hinaus ist eine Sunna. Und der Grund ist, dass als Allah subhanahu wa ta'ala die Ayah herabgesandt hat, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, so lobpreise deinen Herrn, den Gewaltigen, oder preise den Namen deines gewaltigen Herrn, da sagte der Prophet a.s. اجعلوها في ركوعكم. Das heißt, macht das in eurem Ruku'. Deswegen sagen wir im Ruku' Subhana Rabbi al-Azim. Und sollte man auf keinen Fall unterlassen, weil wie gesagt, manche immer sagen, dass es eine Wajib-Handlung ist, eine Wajib-Aussage ist. Und das Problem bei Wajib-Aussagen ist, wenn man die weglässt, absichtlich, denn das Gebet wird dadurch nach der Mehrheit der Ulama ungültig. Und deswegen achtet man darauf, dass man das mindestens einmal sagt, gemäß der Sunna dreimal. Und wenn man vorbetet, Imam ist, dann soll man, manche Gelehrte sagen, nicht mehr als 10-mal sagen. Nicht, weil die 10 eine fest definierte Zahl ist, die überliefert ist oder so, nicht deswegen, sondern weil, wenn man mehr als 10 macht in der Regel, ist es zu anstrengend für die Leute hinter einem. Am besten macht es das Imam dreimal, denn über den Propheten a.s. ist überliefert, im Hadith von Anas radiallahu ta'ala sagte, ich habe noch nie gesehen, wie jemand sich kürzer und gleichzeitig vollkommener im Beten verhält als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er war kurz, hat sich kurz gefasst, aber gleichzeitig hat er nichts ausgelassen, was zur Vollkommenheit gehört, alaihi salatu wasallam. 6.2 Gleichmäßigkeit in allen grundlegenden Gebetshaltungen. Es ist Sunna, dass man alle grundlegenden Gebetshaltungen zeitlich gleich lange verrichtet. So sollte die Verbeugung, das Aufrechtstehen nach der Verbeugung, die Niederwerfung und das Sitzen zwischen beiden Niederwerfungen ungefähr dieselbe Länge haben. Es ist nicht erlaubt, den Koran während der Verbeugung oder während der Niederwerfung zu rezitieren. Nein. Es ist nicht erlaubt, den Koran während der Verbeugung oder der Niederwerfung zu rezitieren. Das geht aus einer Überlieferung vor, in der er das gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und an dieser Stelle stellt sich vielleicht folgende Frage: Was ist aber, wenn ich im Sujud bin und einen Dua sprechen möchte, der aus dem Koran entnommen ist? Okay? Wir haben im Koran Karim viele Bittgebete, die Allah subhanahu wa ta'ala uns beigebracht hat, indem er uns gesagt hat, was zum Beispiel ein Prophet an Bittgebeten gesprochen hat. Oder indem er uns beibringt, welche Bittgebete die gläubigen Menschen sprechen. Zum Beispiel, Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Diese Duat Allah uns im Koran beigebracht. Oder das heißt unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes, im Jenseits Gutes und schütze uns vor der Qual der Hölle. Das ist ein Dua. Oder zum Beispiel hat uns Allah subhanahu wa ta'ala beigebracht, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Das heißt, unser Herr, lass unsere, oder sorg dafür, dass unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast. Und diese Bittgebete gehören zu den edelsten Bittgebeten überhaupt. Denn du musst dir vorstellen, dass Allah azza wa jal diese Bittgebete in seinem ewigen Buch aufgenommen hat. Dieses Buch, das vor jeglicher Verfälschung und Veränderung und Hinzufügung geschützt ist. Und diese Bittgebete, die er gewählt hat, subhanahu wa ta'ala, sind zweifellos
damit du danach handelst. Und das gehört zum Umsetzen des edlen Koran. Und deswegen, wenn man jetzt den Koran, wenn man jetzt ein Bittgebet nimmt, wie zum Beispiel, was ich gesagt habe, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhab an-nar, stellt sich die Frage, darf man das dann im Sujud sagen? Aber wenn ich das sage, habe ich ja sozusagen Koran gelesen im Sujud. Und die Antwort lautet, zweifellos darf man diese Art von Bittgebeten im Sujud sprechen. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Erstens einmal, wenn die Übereinstimmung des Wortlautes heißt noch nicht, dass ich deswegen Koran gelesen habe. Und die Übereinstimmung des Wortlautes macht es dann zum Koran, wenn es ein Dua war, wenn ich die Absicht dafür habe. Aber wenn ich die Absicht nicht habe, Koran zu lesen, ich habe die Absicht, ein Bittgebet zu sprechen, dann macht es das Ganze noch nicht zum Koran. Denn wenn du das streng durchziehen würdest, dann würde es bedeuten, dass du kein Wort erwähnen darfst im Sujud, das irgendwo im Koran vorkommt. Und das sagt niemand. Okay? Deswegen, ein Bittgebet, das aus dem Koran abgeleitet ist, darf man im Sujud sprechen. Und der zweite Beweis ist, stellt euch vor, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns die Beispiele der Propheten vor uns und erwähnt uns die Bittgebete dieser Vorbilder für uns. Mit anderen Worten, das sind eure Vorbilder, ihr sollt ihnen nachmachen. Und wenn es dann darauf ankommt im Gebet, sagt man dir, ach, du darfst nicht. Ja? Das macht keinen Sinn, sondern man darf, wie gesagt, mit Koran lesen, im eigentlichen Sinn, dass man die Worte liest, als wären sie Koran, das darf man nicht. Aber als Bittgebet darf man das sprechen in seiner Niederwerfung, zweifellos. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. An dieser Stelle, inshallah, laut Plan, machen wir eine an diesem Stelle des Buches jetzt Stopp und gehen über, inshallah, ta'ala, zu unseren Fragen. Eine leichten Neigung nach außen machen, wie es im Bild hier auch gezeichnet ist. Ja. Den Kopf soll man weder nach unten senken noch anheben, sondern auf gleiche Höhe zum Rücken halten. Die Ellbogen sollten streck und seitlich vom Körper weggehalten werden. Während der Verbeugung Rukur sagt man dreimal oder häufiger Subhana Rabbiyal Azim. Frei von allen Unvollkommenheiten ist mein Herr der Gewaltige. Also dreimal oder häufiger, dreimal nennt man Adnal Kamal, das heißt die geringste Anzahl der Vollkommenheit. Das heißt, Vollkommenheit heißt es nicht verpflichtend, aber nach manchen Ulama ist das erste Mal verpflichtend und darüber hinaus eine Sunna. Und der Grund ist, dass als Allah subhanahu wa ta'ala die Ayah herabgesandt hat, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, so lobpreise deinen Herrn, den Gewaltigen, oder preise den Namen deines gewaltigen Herrn, da sagte der Prophet a.s. اجعلوها في ركوعكم, das heißt, macht das in eurem Ruku'. Deswegen sagen wir im Ruku' Subhana Rabbi al-Azim. Und das sollte man auf keinen Fall unterlassen, weil wie gesagt, manche immer sagen, dass es eine Wajib-Handlung ist, eine Wajib-Aussage ist. Und das Problem bei Wajib-Aussagen ist, wenn man die weglässt, absichtlich, denn das Gebet wird dadurch nach der Mehrheit der Ulama ungültig. Und deswegen achtet man darauf, dass man das mindestens einmal sagt. Gemäß der Sunna dreimal. Und wenn man vorbetet, Imam ist, dann soll man, manche Gelehrte sagen, nicht mehr als 10-mal sagen. Nicht, weil die 10 eine fest definierte Zahl ist, die überliefert ist oder so, nicht deswegen, sondern weil, wenn man mehr als 10 macht in der Regel, ist es zu anstrengend für die Leute hinterher. Am besten macht es das Imam dreimal, denn über den Propheten a.s. ist überliefert, im Hadith von Anas radiallahu ta'ala sagte, ich habe noch nie gesehen, wie jemand sich kürzer und gleichzeitig vollkommener im Beten verhält, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er war kurz, hat sich kurz gefasst, aber gleichzeitig hat er nichts ausgelassen, was zur Vollkommenheit gehört, alaihi salatu wasallam. 6.2 Gleichmäßigkeit in allen grundlegenden Gebetshaltungen. Es ist Sunna, dass man alle grundlegenden Gebetshaltungen zeitlich gleich lange verrichtet. So sollte die Verbeugung, das Aufrechtstehen nach der Verbeugung, die Niederwerfung und das Sitzen zwischen beiden
Niederwerfungen ungefähr dieselbe Länge haben. Es ist nicht erlaubt, den Koran während der Verbeugung oder während der Niederwerfung zu rezitieren. Na, es ist nicht erlaubt, den Koran während der Verbeugung oder der Niederwerfung zu rezitieren. Das geht aus einer Überlieferung vor, in der er das gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und an dieser Stelle stellt sich vielleicht folgende Frage: Was ist aber, wenn ich im Sujud bin und einen Dua sprechen möchte, der aus dem Koran entnommen ist? Okay, wir haben im Koran Karim viele Bittgebete, die Allah subhanahu wa ta'ala uns beigebracht hat, indem er uns gesagt hat, was zum Beispiel ein Prophet an Bittgebeten gesprochen hat. Oder indem er uns beibringt, welche Bittgebete die gläubigen Menschen sprechen. Zum Beispiel, Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Diese Duat Allah uns im Koran beigebracht. Oder das heißt, unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes, im Jenseits Gutes und schütze uns vor der Qual der Hölle. Das ist ein Dua. Oder zum Beispiel hat uns Allah subhanahu wa ta'ala beigebracht, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Das heißt, unser Herr, lass unsere, oder sorg dafür, dass unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast. Und diese Bittgebete gehören zu den edelsten Bittgebeten überhaupt. Denn du musst dir vorstellen, dass Allah Azza wa Jal diese Bittgebete in seinem ewigen Buch aufgenommen hat. Dieses Buch, das vor jeglicher Verfälschung und Veränderung und Hinzufügung geschützt ist. Und diese Bittgebete, die er gewählt hat, subhanahu wa ta'ala, sind zweifellos, damit du danach handelst. Und das gehört zur Umsetzung des edlen Koran. Und deswegen, wenn man jetzt den Koran, wenn man jetzt ein Bittgebet nimmt, wie zum Beispiel, was ich gesagt habe, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina azab an-nar, stellt sich die Frage, darf man das dann im Sujud sagen? Aber wenn ich das sage, habe ich ja sozusagen Koran gelesen im Sujud. Und die Antwort lautet, zweifellos darf man diese Art von Bittgebeten im Sujud sprechen. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Erstens einmal, wenn die Übereinstimmung des Wortlautes heißt noch nicht, dass ich deswegen Koran gelesen habe. Und die Übereinstimmung des Wortlautes macht es dann zum Koran, wenn es ein Dua war, wenn ich die Absicht dafür habe. Aber wenn ich die Absicht nicht habe, Koran zu lesen, ich habe die Absicht, ein Bittgebet zu sprechen, dann macht es das Ganze noch nicht zum Koran. Denn wenn du das streng durchziehen würdest, dann würde es bedeuten, dass du kein Wort erwähnen darfst im Sujud, das irgendwo im Koran vorkommt. Und das sagt niemand. Okay? Deswegen, ein Bittgebet, das aus dem Koran abgeleitet ist, darf man im Sujud sprechen. Und der zweite Beweis ist, stellt euch vor, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns die Beispiele der Propheten vor uns und erwähnt uns die Bittgebete dieser Vorbilder für uns. Mit anderen Worten, das sind eure Vorbilder, ihr sollt ihnen nachmachen. Und wenn es dann darauf ankommt im Gebet, sagt man dir, ach, du darfst nicht. Ja? Das macht keinen Sinn, sondern man darf, wie gesagt, mit Koran lesen, im eigentlichen Sinn, dass man die Worte liest, als wären sie Koran, das darf man nicht. Aber als Bittgebet darf man das sprechen in seiner Niederwerfung, zweifellos. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. An dieser Stelle, inshallah ta'ala, laut Plan, machen wir an diesem Stelle des Buches jetzt Stopp und gehen über, inshallah ta'ala, zu unseren Fragen. Wenn man jetzt den Koran, wenn man jetzt ein Bittgebet nimmt, wie zum Beispiel, was ich gesagt habe, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina azab an-nar, stellt sich die Frage, darf man das dann im Sujud sagen? Aber wenn ich das sage, habe ich ja sozusagen Koran gelesen im Sujud. Und die Antwort lautet, zweifellos darf man diese Art von Bittgebeten im Sujud sprechen. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Erstens einmal, wenn die Übereinstimmung des Wortlautes heißt noch nicht, dass ich deswegen Koran gelesen habe. Und die Übereinstimmung des Wortlautes macht es dann zum Koran, wenn es ein Dua war,
wenn ich die Absicht dafür habe. Aber wenn ich die Absicht nicht habe, Koran zu lesen, ich habe die Absicht, ein Bittgebet zu sprechen, dann macht das das Ganze noch nicht zum Koran. Denn wenn du das streng durchziehen würdest, dann würde es bedeuten, dass du kein Wort erwähnen darfst im Sujud, das irgendwo im Koran vorkommt. Und das sagt niemand. Okay? Deswegen, ein Bittgebet, das aus dem Koran abgeleitet ist, darf man im Sujud sprechen. Und der zweite Beweis ist, stellt euch vor, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns die Beispiele der Propheten vor uns und erwähnt uns die Bittgebete dieser Vorbilder für uns. Mit anderen Worten, das sind eure Vorbilder, ihr sollt ihnen nachmachen. Und wenn es dann darauf ankommt im Gebet, sagt man dir, ach, du darfst nicht. Ja? Das macht keinen Sinn, sondern man darf, wie gesagt, mit Koran lesen, im eigentlichen Sinn, dass man die Worte liest, als wären sie Koran, das darf man nicht. Aber als Bittgebet darf man das sprechen in seiner Niederwerfung, zweifellos. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. An dieser Stelle, inshallah, laut Plan, machen wir eine an diesem Stelle des Buches jetzt Stopp und gehen über, inshallah ta'ala, zu unseren Fragen. Ihr sollt ihn nachmachen. Und wenn es dann darauf ankommt im Gebet, sagt man dir, ach, du darfst nicht. Ja? Das macht keinen Sinn, sondern man darf, wie gesagt, mit Koran lesen, im eigentlichen Sinn, dass man die Worte liest, als wären sie Koran, das darf man nicht. Aber als Bittgebet darf man das sprechen in seiner Niederwerfung, zweifellos. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. An dieser Stelle, inshallah ta'ala, laut Plan, machen wir eine an diesem Stelle des Buches jetzt Stopp und gehen über, inshallah ta'ala, zu unseren Fragen. Machen wir eine an diesem Stelle des Buches jetzt Stopp und gehen über, inshallah ta'ala.